Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hemiway hat mich eingeladen, hier auf der Messe ein paar Fahrräder mal vorzustellen. Und da habe ich nicht lange gezögert. Die E-Bikes finde ich immer, also ich persönlich finde die E-Bikes immer sehr, sehr gut. Und ja, ich habe heute auch schon ein E-Bike getestet, das zeige ich euch dann gleich. Das ist die nette Mitarbeiterin hier auf dem Messestand in Köln. Ich wollte ihr zwei Fragen stellen und ja, vielleicht kannst du mir was dazu sagen. Also die erste Frage ist dann, was für ein Unternehmen ist überhaupt Hemiway? Herzlich willkommen bei unserem Stand. Dankeschön. Also Hemiway wurde im Jahr 2017 gegründet, hat sich zum internationalen Marken entwickelt und wir haben jetzt Niederlassungen und Kunden in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Vision ist das beste Radfahren-Erlebnis zu unseren Kunden anzubieten und wir planen auch in nächste Faden 1 Million Radfahrer auf den Wert, also zu bedienen. Super, danke schön. Okay, ich hätte noch eine Frage. Und zwar bezeichnet sich Hemiway ja als Langstreckenexperte. Was genau versteht man denn unter einem Langstreckenexperte und hat Hemiway wirklich so eine gute Reichweite? Wir haben daran gearbeitet, das beste Fahrerlebnis zu unseren Kunden zu bringen. Das ist für uns einschließlich die Reichweite. Wir benutzen zurzeit die Batterietechnologie von LG und auch von Samsung mit einer maximalen Kapazität von 960 Wattstunden. Dadurch erreichen die Reichweite eigentlich bis zum 128 Kilometern. Also wir versuchen auch immer noch mit den Möglichkeiten, die Technologie 4680 auf den E-Bikes zu verwenden. Also dadurch, also wir wollen ja länger die Titel verdienen. Ja, Langstrecken-Experten-Titel. Ja, richtig. Und die Akkus sind dann auch von Samsung und LG. Ja, richtig. Super, alles klar, Dankeschön. Bitte sehr. Jetzt habe ich mir mal das elektrische Mountainbike, und zwar das Hemiway Cobra, geschnappt, um es einfach mal zu testen. Ich kann natürlich nur meinen Ersteindruck vermitteln. Ich habe mir das Bike einfach mal geschnappt und habe es mit nach draußen aufs Messegelände genommen, habe mir eine ruhige Ecke gesucht und habe das Bike mal so ein bisschen getestet. Natürlich kann ich hier keinen Langzeittest anbieten, aber ich kann hier meine ersten Eindrücke vermitteln. Und zwar haben wir hier das Hemiway Cobra. Das ist ein elektrisches Mountainbike, voll gefedert. Und es gibt halt in zwei verschiedenen Farben. Einmal diese Farbe hier und einmal ein King Cobra. Das ist dann halt so Carbon-Optik, sieht auch sehr gut aus. Und die andere Farbe natürlich, die hier vorhandene Farbe, sieht natürlich auch richtig, richtig gut aus. Hier noch ein paar Specs: modernisierter 6061 Aluminiumrahmen mit 250 Watt getriebener Motor, 48 Volt, 20 Amperestunden LG-Akku, 110 Kilometer Reichweite pro Ladung, 7-Gang-Schaltsystem und 26x4,8 super breit Reifen. Ja. Ich habe es so ein bisschen getestet. Erste Eindrücke folgen gleich natürlich. Gelenkvierecks und Schraubenfederung. Falls ihr mehrere Details oder so haben wollt, checkt gerne die Homepage ab, beziehungsweise guckt einfach unten in meine Videobeschreibung. Da findet ihr alle weiteren Infos, beziehungsweise Links etc. 960 Wattstunden, 5000 Milliampere-Stunden als Einzelzellenkapazität und die Ladezeit beträgt 7 Stunden. Der 250 Watt Motor wurde aktualisiert und soll jetzt auch 86 Newtonmeter als maximales Drehmoment haben. Zu der Motorleistung etc. sage ich gleich auch noch was. Hier sind dann auch noch die ganzen Spezifikationen. Geht einfach mal auf die Seite und guckt euch das da mal ganz in Ruhe an. Ich habe das Fahrrad, das Bike mit rausgenommen. Ersteindruck sehr positiv vom optischen, vom Designfaktor her. Bin zum Stand gegangen und das Bike ist mir direkt ins Auge gefallen. Macht halt auch einiges her mit diesen Fettreifen. Ist nicht jedermanns Sache, aber es ist momentan auch gefühlt eher so der Trend. Und es sieht halt auch wie ein typisches Mountainbike aus. Was auch direkt auffällt, hier haben wir keinen Akku direkt sichtbar, weil der Akku im Rahmen integriert ist, was ich natürlich auch immer richtig gut finde. Also Ersteindruck qualitativ und designtechnisch wirklich sehr, sehr positiv. Auch bei der Verarbeitung konnte ich jetzt im ersten Moment nichts Negatives finden. Alles wurde sauber verarbeitet. Mehr kann ich erstmal jetzt dazu nichts sagen in der kurzen Zeit, weil er jetzt vielleicht ein paar Stunden unterwegs mit dem Bike. Und ich bin auch mal ein bisschen kurz raus aus dem Messegelände, um vielleicht mal so ein bisschen eine ruhigere Ecke, vielleicht auch mal so eine unebenere Ecke zu finden, dass ich mal so ein bisschen die Federung teste.
Dann wollte ich auch noch was zu den Reifen, Felgen und Bremsen sagen. Wir haben hier 26x4,8 Fettreifen, natürlich auch die dazugehörige Felge. Insgesamt macht es einen guten Eindruck. Ich hatte auch schon den Die Bremsen sind super. Wir haben hier keine mechanische Bremse, sondern eine hydraulische Bremse, sowohl hinten als auch vorne. Und die Bremsen sind wirklich richtig gut. Die sind definitiv auch besser als die hydraulische Bremse vom Cusa zum Beispiel. Ne, natürlich, klar, der Cusa ist auch günstiger, muss man auch dazu sagen. Wobei ich sagen muss, beim Cusa ist die Bremse auch gut, aber hier ist sie halt, die greift halt nochmal krasser, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon was, das ist schon krass. Das sind halt Tektro 180mm Hydraulikbremsen. Auch wenn man Vollspeed hat, man kommt nahezu direkt zum Stillstand. Also es ist schon cool und vermittelt einem so ein Gefühl von Sicherheit. Hydraulische Bremsen sind schon echt was Cooles, muss ich schon sagen. Die meisten werden es wohl wissen, aber wenn man bremst, hört die Motorunterstützung auf. Das ist aber bei allen E-Bikes, Pedelecs ist das so. Und muss, glaube ich, auch so sein. Weil wenn man bremst, soll ja nicht nochmal Gas gegeben werden, ne? Also nur mal so als Info. Die Reifen sind natürlich auch von der Struktur her noppenartig, weil das Bike auch fürs Gelände gedacht ist. Im Gelände kann man definitiv damit auch unterwegs sein, auf einer Heide, im Wald etc. Würde ich dem Bike auf jeden Fall zutrauen. Und guckt euch mal bitte das Muster an. Ich finde, das Muster ist richtig, richtig gut gelungen. Ich bin sowieso ein Fan davon. Ich fand auch schon den Cusa richtig gut. So, als nächstes Speed, Beschleunigung und Reichweite. Ja, zur Reichweite kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Ich hatte aber den Cusa, wie schon gesagt, und da hatte ich auch einen Akku von LG. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht 1:1 derselbe Akku. Aber die Reichweite vom Cusa konnte ich bestätigen und ich gehe mal davon aus, dass das mit der Reichweite auch hier der Fall sein würde, sollte, könnte. Ich gehe mal davon aus. Aber ich kann es natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, weil ich es nicht getestet habe. Und der Akku ist halt von LG, es ist ein Markenhersteller. Wir haben hier ein Daumengas, nicht zu vergessen. Daumengas ist halt nur zum Anfahren gedacht. Das heißt, ist 5 km/h beschleunigt er und danach ist Schluss. Maximale Geschwindigkeit 25 km/h, mehr ist nicht drin. Aber das ist auch gut so, mehr ist nämlich hier in Deutschland nicht erlaubt. Beziehungsweise doch, man kann 45 km/h fahren, aber dafür braucht man dann auch wieder ein Kennzeichen etc. Und das muss man dann halt nicht versichern, finde ich persönlich die angenehmere Variante. Der Motor bietet genug Leistung, bis zu 86 Newtonmeter soll er bieten und das spürt man aber auch bei der Fahrt. Bin auch Steigung, ich habe mir eine Steigung gesucht, bin die da hochgefahren und der meistert das wirklich gut. Die Steigung hat ungefähr schätzungsweise so 15%. Ich wiege 80 Kilo und das hat der Motor locker gepackt, ohne dass ich jetzt gedacht hätte, dass er an seine Grenzen kommt oder so in der Art. Und das Coole ist halt auch, der hat unten in der Mitte, dort haben wir die Technik versteckt, da ist halt auch so ein Sensor, der misst, ob du in die Pedale trittst. Und gibt dann nicht sofort direkt volle Power 25 km/h, sondern umso doller du trittst, desto mehr Power gibt auch der Motor. Und das finde ich cool, weil bei den etwas günstigeren Modellen, sobald du einmal trittst, gibt einfach sofort Power, je nachdem welche Stufe man eingestellt hat. Und hier ist das nochmal abgestuft beim Treten. Und das finde ich cool. Ansonsten, wenn man auf die Pedale tritt und direkt 100% Power bekommt, dann frisst das natürlich mehr Strom. Die Technologie ist eher so, dass dadurch nochmal mehr Akku gespart wird. Das heißt, es wird einfach nicht direkt 100% Akku rausgefeuert. Ja, man muss ungefähr vielleicht 5-10% Muskelkraft aufwenden, aber dadurch spart man, keine Ahnung, 20-30% Akku, so nach dem Motto, ne? Also die Technologie ist schon echt schlau dahinter. Finde ich richtig cool, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und dadurch kann man dann halt, wenn man leicht tritt, fährt er halt langsam, so wie es normalerweise auch beim normalen Fahrrad ohne Motor ist. Und wenn man stark drauf tritt, dann beschleunigt er halt mehr und gibt mehr Unterstützung. Finde ich eine super, super Sache. Und die Beschleunigung spürt man halt. Die ist super, die ist top. Ich habe jetzt keine 0 auf 25 Messung, von 0 auf 25 Messung gemacht, aber die Beschleunigung ist top. So, als nächstes die Schaltung. Wir haben hier einfach eine 7-Gang Schaltung, wie sie gefühlt bei allen Bikes verbaut wird, reicht vollkommen aus für alle Anforderungen. Man erreicht die Gänge ergonomisch mit dem Finger. Die Schaltung kennt man halt. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, es hat eine Shimano Altus Schaltung. Dann die Federung. Also was ist das hier überhaupt? Wir haben eine Gelenk-Vierecks- und Schraubenfederung. Es wird halt beschrieben auf der Internetseite, dass das Gelenk-Viereck ein vierseitiges Polygon ist, das aus einer Kettenstrebe, einer Sitzstrebe, der Wippe und dem Sitzrohr besteht. Und das ganze System soll dazu da sein, um natürlich Kräfte zu absorbieren. Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Federung.
Und ich muss sagen, die Federung ist tipptopp. Ich habe jetzt versucht, mal so einen Bordstein runterzufahren oder auch so ein bisschen unwegsames Gelände. Okay, ich bin auf eine Baustelle gefahren, aber Federn tut's gut. Also erster Eindruck, super. Vorne die Feder ist einstellbar. Ich habe es versucht, so gut wie möglich darzustellen. Bequem konnte ich fahren und von der Qualität her kann ich da jetzt erstmal auch nichts dran meckern. Ich finde das Fahrrad echt optisch echt richtig schön. Dann wollte ich auch was zur Ergonomie sagen. Dadurch, dass natürlich die Federung sehr gut ist, ist die Ergonomie natürlich auch gegeben. Es ist jetzt kein Citybike oder so, es ist ein Mountainbike, das darf man nicht vergessen. Die Sitzposition ist auch eher sportlich. Obwohl die Sitzposition sportlich ist, hat man trotzdem eine sehr gute Ergonomie durch die Federung. Vorne die Federung ist von der Härte auch einstellbar. Ich saß in den 1-2 Stunden, wo ich das Bike getestet habe, auf jeden Fall bequem und hatte eine entspannte Fahrt hier und da. Die Armatur wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Hier haben wir wieder Ledergriffe, Daumengas, natürlich dann auch noch das Schaltmodul bzw. Knopfmodul Bremsen, hydraulische Bremsen von Tektro. Auf der rechten Seite dann natürlich noch die Gangschaltung, eine Klingel. Das war's. Also das Nötigste, was man hat, fühlt sich alles wertig an. Das ist hier kein billiger Scheiß oder billiger Schrott oder sowas. Definitiv nicht. Dann noch das Licht. Wir haben hier den Frontscheinwerfer von der Cruiser. Das Licht ist super. Konnte ich jetzt natürlich bei Dunkelheit nicht testen, aber macht auf jeden Fall gut Licht. Hinten haben wir dadurch, dass ein Gepäckträger fehlt, kein festes Rücklicht, aber wir haben an der Sattel ein angehangenes Licht, was denke ich mal akkubetrieben ist. Ja, es leuchtet. Das kann ich dazu sagen. Katzenauge ist natürlich mit integriert. Was gibt es sonst noch zu sagen? Nutzlastkapazität 180 Kilogramm. Empfohlene Fahrergröße 1,65 bis 1,95 Meter. Das Bike hat ein Gewicht von 40 Kilogramm. Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Interesse oder sowas habt an den Bikes von Hemiway, unten habe ich den Link für euch reingepackt. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.